Wettkampftag, meine Freunde. Wir haben das Finale erreicht, der dritte finale Wettkampf nach 30 Wochen. Ich bin aktuell ein bisschen im Arsch, hoffe, das legt sich nachher so ein bisschen. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal zum Athletenmeeting. Gestern war schon viel Klimbims mit Fotoshooting, Interview, Pressekonferenz. Irgendwie war ich den ganzen Tag unterwegs. Nicht so ein normaler Tag vor dem Wettkampftag an sich. Hat ein bisschen gestört, gestresst, wie auch immer. Ich kam nicht so gut zum Essen, so wie es eigentlich sein sollte. Wie dem auch sei, das gehört dazu. Dementsprechend machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg und dann schauen wir weiter, dass das Ding, das sprechen ja auch nicht mehr richtig, naja, ordentlich abläuft. So, wie ihr sehen könnt, ich habe mich hier ordentlich eingerichtet, bin noch im Hotelzimmer. So die Problematik von heute Morgen, also ich kann sagen, ich hatte ein bisschen Durchfall, ich hatte Kopfschmerzen, mir war ein bisschen übel, hat sich zum Glück jetzt erstmal wieder komplett gelegt, Stuhlgang ist auch besser geworden, ich weiß, ihr wollt es wissen. Ja, wir dürfen jetzt wieder ordentlich ausharren, wir hatten gehofft, dass es vielleicht heute ein bisschen schneller geht, aber weil ein bisschen weniger Klassen vor uns sind, aufgrund der Tatsache, dass Amateure zumindest zu 90% am Freitag schon waren, also am Vortag jetzt, und am Samstag jetzt wesentlich nur die Pros sind. Aber dem scheint nicht so, also ich denke mal 18, 19 Uhr wird es dann doch wieder sein. Ihr könnt es vielleicht schon sehen, Farbe ist schon drauf. Wir haben uns ein bisschen umorientiert Richtung Top Tan für diesen Wettkampf. Sieht aktuell ganz gut aus. Das bedeutet, wir hauen nachher noch ein bisschen Glanz drauf. Und hoffen, dass das dieses Mal so noch einen schöneren Look erzeugt, einen cleaneren Look, um da halt auch farblich noch ein bisschen besser aufgestellt zu sein, zumindest was mein Turn angeht. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen chillen, versuchen ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Bekommen wir immer die Updates von Daniel, der sich den Wettkampf jetzt aktuell reinzieht. Damit wir ungefähr eine Orientierung haben, wann wir runter müssen. Unten ist häufiger ein bisschen kälter, hier kann ich mich gut warm halten und habe halt komplett meine Ruhe. Und ja, kann mich darauf verlassen, dass die Jungs da mich auf dem Laufenden halten und ich dann rechtzeitig nachher runterkomme, um mich dann warm zu machen, um den Glanz raufzuhauen und dann die Party starten zu lassen. Ja, ich hab Bock, will aber auch irgendwie, dass es jetzt langsam vorbei ist, wenn ich ehrlich bin. Nach den 30 Wochen, nach den 3 Wettkämpfen, ist man dann doch gerade auch kopftechnisch ein bisschen irgendwann mit durch. In dem Sinne, dass man halt ständig seit Wochen immer wieder guckt, okay, passt die Form, ist die Form ein bisschen schlechter, ist sie ein bisschen besser. Und das zigmal am Tag, ne? Ihr müsst euch vorstellen, vor 3 Wochen oder so war die Europameisterschaft und eine Woche vorher ging das ja schon los, dass man da so krass drauf geachtet hat, natürlich in der Diät auch, aber in diesem direkt vorm Wettkampf und zum Wettkampf hin ist es natürlich immer ein bisschen krasser und dadurch, dass es Schlag auf Schlag gefolgt ist, ja, leidet denn natürlich das Ganze so ein bisschen psychisch dann eher, ne? Bedeutet nicht, dass ich nicht weitermachen könnte, aber ich habe da, also damit bin ich jetzt erstmal mit durch. Ansonsten bin ich der Meinung, bin ich ganz gut durch die Vorbereitung an sich gekommen, besser als alle Male zuvor, keine Frage, auch intelligenter angestellt, man lernt ja dazu, ne? Also sowohl durchs Coaching selbst jetzt und durch seine eigenen Vorbereitungen lernt sich besser selbst kennen und einschätzen und weiß eher, wie man mit welchen Sachen umzugehen hat, was nicht so gut funktioniert, was gut funktioniert, etc. So, ich will euch jetzt nicht hier vor dem Wettkampfvideo an sich vollkommen zu quatschen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann für das Bühnengeplänkel gleich wieder. So, wir sind jetzt im Backstage-Bereich angekommen. Gleich gibt es für mich den Glanz. Dann hoffe ich mal, dass die Mattenstellen sich entsprechend wieder so anpassen, dass sie gut aussehen. Ansonsten haben wir gerade einen kleinen Formcheck gemacht. Der Arsch sah auf jeden Fall knusprig aus. Ich habe so ein paar Zonen, wo ich immer dran festmache, ob die Form weiterhin passt. Das ist im Trizeps so ein paar feine Streifen, das ist im Arsch die feinen Streifen, Bauch und natürlich Hamstrings, etc.
Side chest, please. Relax. Now face the rear of the stage. Rear double bicep. Relax. Still facing the rear of the stage. Can I have a rear lat spread, please? And strike. Relax. Gentlemen, facing the judges. The blue line, my friend. Come on, 4-7 and 102. No, 273. 273. Stay there. What a turn to your right. You're right facing the judges. Patrick, schneller die Pose! Geh nach hinten, du Schick! Patrick! What a turn to your right. Double bicep, strike. Side tricep. Oh, Patrick, stay home. Make some noise, ladies and gentlemen. Relax. Gentlemen, face the rear of the stage. They say, ladies and gentlemen, shoulders are one from the back. Let's see a rear double bicep. Strike. Come, Patrick, get home. Your weight is time. You go. Relax. Rear lat spread.
motion for your numbers. Face the judges. Relax, gentlemen, relax. Gentlemen, relax. Okay, everyone take a step back to the red carpet. Stay in position. Relax. Gentlemen, face the judges. Let's see an abdominal and thigh pose. Patrick, mach ein Bein vor. Jawohl! Come on, Patrick! Relax, and your favorite most muscular pose, please. Come on, give him some energy, ladies and gentlemen. Und jetzt. Relax. Tor, Digga. Boo. Okay, can I have 102, profi, 171 and 347 back in lineup, please? Just conferring. They all push each other, they all motivate each other to be here. Teilnehmer bekannt gegeben werden, so zu Siegerehrung geht und zu den Küren. Mal gucken, ob wir es in die Finalrunde geschafft haben. Es wird auf jeden Fall eine knappe Geschichte, glaube ich. Also es ist ein hartes Line-up. Gentlemen, if I call your name and number, you are in the top five. To Philip Ricardo, USA. Yeah! Yeah, baby! One more, gentlemen. 276, Chad Kevin, USA. Philip five. Thank you with your participation medals for gracing the stage here at the Pinnacle of Natural Sports, Natural Olympia 22. Achso, ist recht gut. So, meine Freunde, leider nicht ins Finale geschafft. Ja, man muss halt sagen, die Konkurrenz war halt einfach super stark. Die waren auch alle trocken, alle super massig. Ich sag mal so, im Endeffekt sind das halt so die Besten, die es gibt. Und ich wurde halt auch gleich mit den Besten verglichen. Also es wurden schon in gewissem Maßen Gruppen gleich vorsortiert, wo man davon ausgegangen ist, okay, das sind diejenigen, die das Ding machen werden. Und ich muss halt sagen, es ist für mich okay, weil ich sehe die Leute auch hier und habe sie neben mir auf der Bühne gesehen. Die sehen halt alle brutal aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein bisschen softer aussah, ob das Licht jetzt vielleicht nicht immer ganz zu meinen Gunsten hier auf der Bühne war, aber nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass das halt vollkommen okay die Bewertung war. Also für mich ist es auf jeden Fall okay, weil ich muss nächstes Jahr nicht in Olympia verteidigen und kann mich jetzt auf 110 Kilo hochfressen und nächstes Mal mit noch mehr Masse starten und dann vielleicht noch mal vielleicht nur zum Olympia pieken. Ich glaube, das wäre dann auch so die bessere Strategie, weil wir hatten ja jetzt nur eine Woche, ist ein bisschen schwieriger, weil du das Setup nicht wieder neu justieren konntest und dann schauen wir doch mal, jetzt habe ich ja eigentlich schon gesagt, dass ich noch mal starten werde, ne? Naja, schauen wir noch mal. So. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal was essen. Ich bin jetzt nicht niedergeschlagen, für mich ist es okay. Ich habe letzte Woche
brachial abgeliefert. Ich denke mal, ich habe diese Woche auch gezeigt, dass ich jetzt nicht ganz so scheiße aussehe. Und ich denke mal, wir haben eine gute Saison hinter uns gebracht. Ich bin jetzt auch froh, mal ein bisschen kopftechnisch dann abschalten zu können und mich wieder so, ja, vollem Herzen dem schönen Essen zu widmen und dann entsprechend dem Aufbau und tatsächlich noch ein bisschen hier und da was drauf zu packen. Und alles Weitere schauen wir dann, wenn es soweit ist. So, vielleicht an dieser Stelle nochmal ein paar ergänzende Worte zu dem Wettkampf, also dem Feedback entsprechend und dem Kommentator entsprechend, der übrigens auch die Pressekonferenz und so weiter gemacht hatte, hätte es auf jeden Fall ein besserer Platz sein müssen, also für alle, die da waren. Klar gibt es auch viel Feedback von den Leuten, die den Livestream gesehen haben. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, okay, wer kann es jetzt einigermaßen objektiv beurteilen und wer nicht. Die Form hat eigentlich soweit gestimmt. Das Problem war halt, dass ich wohl bis zu dem letzten Vergleich, also der letzte Vergleich, der dann eigentlich schon nicht mehr so wirklich relevant war fürs Finale, eigentlich nie in einem ordentlichen Licht stand. Das Licht war halt absolut kacke auf der Bühne. Verteilt, es gab keine richtigen Scheinwerfer und je nachdem, wo du standst, sah es halt mal besser aus und mal schlechter und teilweise hast du halt gewisse Parts komplett mit Schatten verdeckt, was halt eigentlich nicht sein darf, was du eigentlich nicht hast, wenn die Bühne ordentlich ausgeleuchtet ist und du nicht einfach eine Halle hast, wo von oben Deckenlicht kommt. Also es war absolut grauenhaft, das Licht, muss man halt einfach so festhalten, auf der anderen Seite muss man auch festhalten, dass ich hätte auf jeden Fall ins Finale gehört. Einige, der Kommentator und einige andere, hätten mich auch in Richtung Top 3 eher gesehen, aber ich hätte mich jetzt selbst wahrscheinlich auch nicht auf dem ersten oder so gesehen. Ich habe jetzt erst ein paar Sachen gesichtet, aber Finale wäre auf jeden Fall ein Muss gewesen. Wenn man sich dann die Platzierung anschaut, wer Erster geworden ist, wer Zweiter geworden ist, dass der Philipp Ricciardo erster Platz geworden ist, was auf jeden Fall, ich hätte ihn schon bei den Masters nicht auf den ersten gesetzt, aber da er halt eine PMBA-Legende ist und einen eigenen Wettkampf bei der PMBA hat und für das Generation Iron Ding gefeatured wird, ja, man kann sich in gewissem Maße zusammenreimen. Rob Terry hat ja auch nicht auf den zweiten gehört, muss man halt auch ganz klar so festhalten. Und leider haben sich solche Geschichten, solche Politikgeschichten wieder hart auch noch in anderen Klassen durchgezogen, wo dann entsprechend harte Fehlentscheidungen getroffen wurden oder halt ja die ganze Klasse halt nicht so bewertet wurde, wie sie hätte vielleicht bewertet werden müssen. Was besonders schade ist, weil, da werde ich nochmal ein anderes Video drüber machen, wie viel der Scheiß eigentlich kostet, ne? Sowohl von der Anmeldegebühr, als auch für, wenn ihr einen Coach in der Bühne haben wollt, wenn eure Freunde mit ein Ticket kaufen wollen, wie sie einem da das Geld aus der Tasche ziehen, für so ein abgekartetes Spiel letzten Endes. Also es war schon ein sehr Politik geprägter Wettkampf. Beim Universe war es vielleicht noch nicht ganz so auffällig, aber hier war es schon echt hart am Limit. Ist dann halt auch für die, ja, für die Leute, die mitkommen, halt auch sehr, sehr schade. Ich sag mal, wie Daniel gesagt hat, er hat eigentlich für so einen abgefuckten Politikwettkampf $100 für ein Ticket bezahlt, um so eine Scheiße dann zu sehen oder erleben zu müssen, was dann eigentlich ziemlich traurig ist, ne? Es sollte mal nur mal so ein kleiner Ausschnitt von dem sein, was man hier so nebenbei mitbekommt, beziehungsweise wie das Ganze hier so abläuft. Der Chat, der glaube ich Vierter geworden ist, der meinte nur, ja, das ist der Sport hier, dass man sich halt erstmal einen Namen machen muss und halt entsprechend für den Verband sich hocharbeiten muss und immer wieder teilnehmen muss. Aber das kann es doch ehrlich gesagt nicht sein. Ich meine, wir sind da, um bewertet zu werden, was für eine Leistung wir am entsprechenden Tag abliefern. Und nach den Kriterien sollte man halt einfach bewertet werden und nicht, wer halt gerade so die Cash-Cow im Marketing ist, ne? Oder wen sich halt gerade, ja, wer sich halt gerade als Athlet am meisten lohnt, auf welches Plätzchen man den dann halt entsprechend setzt.
ist immer ein bisschen traurig, besonders dass da und so letzten Endes als deutschen Athleten mir ziemlich in den Hals geschissen wird damit, wenn wir über See starten. Und ja, ich komme aktuell ganz gut damit zurecht, aber Finale hätte ich mir natürlich auf jeden Fall schon gewünscht. Meine Freunde, das soll es für dieses Video auf jeden Fall gewesen sein. Ich werde mir gleich noch meine Reisflocken reinhauen. Wir waren in der Cheesecake Factory. Wir haben nicht übertrieben, weil morgen geht es auf jeden Fall zu einem schönen Brunch. Wir wollten eigentlich abends Buffet essen, aber das ist jetzt nichts geworden, weil es halt einfach zu spät war. Weil der Wettkampf hat sich auch wieder ziemlich gezogen und dementsprechend wird er morgen ordentlich geschlachtet. Aber ich gehe vorher noch eine kleine Runde trainieren. Also irgendwie muss das einfach sein bei mir, auch nach dem Wettkampf. Ich bin körperlich jetzt nicht so im Arsch, mental war ich schon ein bisschen fertig, aber jetzt bin ich eigentlich ziemlich relaxed. Freue mich jetzt noch auf meinen Reisflocken mit ein paar Schokokrispis, die ich noch übrig habe, ne? Soll ja nichts weggeschmissen werden. Wo kommen wir denn da hin? Und ja, dann ordentlich mal eine Runde zu pennen. Das kam in letzter Zeit auch ein bisschen zu kurz. Halt auch wegen dem geringen Körperfettanteil etc. Ja, und dann gehen wir mit gutem Gewissen in die Massephase. Ne? Denkt daran mit Code Patrick. Unterstützt ihr hier natürlich das ganze Unterfangen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Ansonsten den Hashtag YouTube-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut. Und ansonsten, meine Freunde, sehen wir uns im nächsten Video.